Herzlich willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods. Ja, wunderbar. So, was ist passiert? Zum einen, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich offline ein bisschen was machen will. Oh, schön, da baut sich der Baum auf. Juhu. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich hatte die Felder erweitert, zeige ich euch gleich. Und dabei fiel mir immer mehr ins Auge. Wir erinnern uns, hier waren diese schäbigen, habe ich sie noch hier, Himmeleiche. Das sah doch einfach nur zum Brechen aus. Das habe ich ausgetauscht. Das habe ich gegen normale Eiche ausgetauscht. Das ganze Haus sah zum Kotzen aus. Ich muss es einfach mal so sagen. Ich hatte es erst noch gelassen, aber je mehr ich hier gearbeitet habe und die Felder erweitert habe, warte, ich gehe mal darüber, desto mehr hat es mich genervt. Und darum habe ich das ausgetauscht. So, ich habe die Felder jetzt mal nach hier hinten hin erweitert. Na? Kartoffelfeld, Möhrenfeld. Oh, ist immer noch Gartenproxy. Ich hoffe, das wächst dann auch. Das habe ich hier erstmal soweit fertig gemacht. Das ist alles jetzt hier aus Kompost und Erde gemacht. Da brauche ich nämlich kein Wasser mehr und man kann auch drauf rumspringen. Ey, ne? Ich habe keine Sorgen mehr, dass da irgendwas kaputt geht. Hier oben habe ich mir dann meinen wunderschönen, sag schnell, Weinberg. Ne? Der wächst jetzt hier vor sich hin. Ist auch noch nicht fertig. Ich werde ihn wahrscheinlich noch zu der Seite hier erweitern. Aber erstmal so, das hier sind Carpenterblöcke. Da habe ich einfach Erde drauf gepackt. Ne? Die wächst da nicht zu und dann hat man hier schön den Weg. Und dann kann man hier oben noch pflanzen, sobald die ersten Erträge sind. Und dann mache ich mir das schön voll hier und dann habe ich hier meine Trauben. Ach, schön, herrlich. So, da ist mein Haus. Ich habe es ein wenig umgebaut, nachdem ich natürlich auch die Korrekturen da vorgenommen habe. Warte mal, ich gehe mal hier die Abkürzung. Zack, zack, zack. Das hier habe ich noch gelassen, weil hier wächst immer noch... hier wächst. Hier wird immer noch weiterer Kompost produziert. Damit ich dann das alles nach und nach austauschen kann. Und dieses Zeug hier, das wächst wie Unkraut. Und das ist super geil. Da kann man... da hat man ganz schnell 64er Stacks zusammen, wenn man das umhaut und... die schmeißt man in den Komposter und fertig. So, die Hütte habe ich umgebaut. Weil das war ja auch alles mit dieser Himmeleiche und das sah einfach nur zum Brechen aus. Ne? Dabei habe ich dann mir auch die Zeit genommen und das Ganze ein bisschen optisch verschönert. Ich finde, so sieht es nämlich besser aus. Ne? Hier die Kiste, Werkbank. Hier sieht man noch Himmeleiche dahinter. Weil ich meine, ich hau nämlich die Dinger raus, wenn ich das jetzt... warte mal eben. Kann ich das eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Nö, passt natürlich nicht. Super, tolle Wurst. Wieso ist das so dunkel hier? Warte, hier fehlt doch Licht. Licht? Macht doch mal jemand Licht. Wo packe ich denn das Licht hin? Hier? Ja, das muss reichen. So, was wollte ich jetzt? Genau, in die Truhe. Kann ich hier was reinschmeißen? Jo. Ach, da habe ich ja noch zwei Regale. Ja, wie geil ist das denn? Putenies habe ich auch noch. Grüne Farbe. Muss ich noch umbauen. Genau. So, was wollte ich? Wildblumen können hier rein. Hammer kann weg. So, das kann auch hier rein. Das kann hier rein. So, dann müsste das dann eigentlich jetzt mal eben reichen. Habe ich noch Eichenholz dabei? Ja, habe ich noch. So, warte. Die Regale sind übrigens auch daraus gemacht. Darum haben die so einen grünen Schimmer. Das geht gar nicht, Freunde. Aber ehrlich, ich habe hier gestanden. Ich dachte, oh Gott, wie scheiße sieht das denn aus, bitte? So, besser. So, Regale. Himmeleichenregal. Ja, das sieht doch... Ja, was soll's kommen. Ja gut, damit kann ich aber leben. Das ist... Warte mal, kann ich das so? Genau. So, was war denn hier? Die Hacke war hier, ne? Die zweite Hacke war hier. Der Meißel war auch hier. Und der Hammer war hier. So. Dann kann ich hier eben die Eimer reinpacken. Die Schere, die Hake.
Die gute Schere behalte ich bei mir. Und das war's, ne? Oder war da noch was? Der Wassereimer? Ne, der Wassereimer gehörte mir. Die gute Schere behalte ich. Wieso habe ich denn den Hammer? Den behalte ich auch mal bei mir. Die Schere auch. Das war's, ne? Egal. Bleibt so. Gut. Dann gehen wir mal kurz ins Haus. Wie man sieht, es sieht jetzt wesentlich besser aus. Das hat mir gar nicht mehr gefallen. So, hier habe ich auch die ganzen Wände ausgetauscht, weil das sah einfach nur Grotte aus. Hier ist meine Werkstatt. Jetzt auch als solche gekennzeichnet. Ja, hier ist mein Deko-Bank-Tisch. Ja. Da unten ist immer noch, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Weil ich meine, ich hau den Tisch dann weg und ich habe einfach keine Lust, den wieder aufzubauen. Das hier kommt weg, weil, was habe ich geplant? Und zwar, das Lager werde ich woanders hinpacken. Also, ne, mit der Zeit. Das werde ich woanders hinpacken. Dann gibt es da automatische, hier, diese automatische Einsortierung mit dem Schubladencontroller. Da sammeln wir dann nachher die benötigten Zutaten für. Hier, ein bisschen umgebaut, ein bisschen designt. Hier, die Räume ein bisschen abgegrenzt. So sieht das nämlich ganz wesentlich besser aus. Die Küche bleibt so. Also man kann ja, der Controller, der macht ja glaube ich 12×12, wenn ich mich nicht irre. Und von daher steht das glaube ich, ich weiß nicht, ob das hier als angrenzend gilt. Von daher würde ich sagen, die Küche bleibt erstmal so, wie sie ist. Das kann ich ja manuell einsortieren. Das sollte ja kein Problem sein. So, natürlich muss ich das Haus noch einrichten. So, hier oben ist auch was passiert. Ja? Ich habe es eingegrenzt. Ich habe das Ganze hier, die Wände jetzt hier verbaut, schräg gemacht. Und hier ist jetzt mein Schlafzimmer. Hier ist ein kleiner Nebenraum. Ich weiß noch nicht, was ich hier reinmache. Vielleicht ein Badezimmer oder ein Klo oder ich habe keine Ahnung. Und hier ist auch was. Ja, ich finde, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Hier ist dann so die Arbeitsecke. Da steht bisher nur ein einsamer Schreibtisch. Ja, die Fenster wohl. Oh, da sehe ich gerade, hier habe ich geschludert. Egal. Da kümmere ich mich ein andermal drum. Und dann geht es hier oben auf den Dachboden. Der ist auch schön. Hier hinten ist eine kleine abgegrenzte Ecke. Da weiß ich auch noch nicht, was ich hier reinpacke. Und hier oben ist mein kleines Dachbodenversteck. Gehe ich hier hoch und habe hier noch so eine kleine, was weiß ich, so einen kleinen versteckten Boden. Da muss ich mal gucken, was ich hier so mache. So, das waren erstmal so die großen Umbaumaßnahmen, die ich gemacht habe, ohne aufzunehmen. Weil das, es war so schon ein bisschen nervig, das Ganze dann auch noch aufzunehmen. Das war einfach nur Zieherei gewesen, von daher. Kann ich so damit erstmal leben? Das Haus ist soweit erstmal... Was ist denn das hier? Warum ist das hier? Warte mal. Ah, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Schade. Habe ich das auf der anderen Seite auch? Nö. Warte mal, dann stimmt ja doch irgendwas nicht. So. Hat der doch tatsächlich geschludert? Ist das denn die Möglichkeit? So. Ja, die Kante muss ich hier leider so lassen, aber das ist, ne, das stört ja nicht. Hat ja auch was. Weil sonst müsste ich diese Glaswand hier wegballern. Und so habe ich eine durchgehende Glaswand bis nach oben. Ich könnte das natürlich auch umbauen. Aber, nö. Das bleibt so. So, hier ist immer noch meine kleine Terrasse. Ja, der Stuhl, ne? Himmel-Eichenstuhl. Ja, was soll ich da sagen? Der kommt auch noch weg. Aber der bleibt erstmal hier stehen. So. Und was war noch? Warte mal, da war doch noch was. Ich hatte doch noch was gemacht. Ach ja, genau. Das hier war ja auch alles grün.
sprühen. Hier habe ich leider einen kleinen Verlust. Da muss ich dann nachbauen. So, hier habe ich jetzt einen Träger drin. Das sieht einfach besser aus. Was ich noch nicht geschafft habe, ist der Überhang hier vom Dach. Den mache ich auch noch irgendwann. Aber das war dann erstmal... Ich hatte dann noch erstmal keine Lust mehr. So. Jetzt gehe ich erstmal pennen. Damit wir dann frisch durchstarten können. Gute Nacht. So sieht's aus, so sieht's aus. Das waren die letzten Stunden. Wochen, Monate, Tage. Und warte mal, kann ich eigentlich... Gibt's eigentlich sowas wie ein Klo? Ernsthaft? Wie geil ist das denn bitte? Eine Quarzsäule. Und ein Knopf. Wo kriege ich denn bitte eine Quarzsäule her? Aus Quarzstufen. Gemeißelter Quarzblock. Quarzblock. Netherquarz. Ja. Toilettenpapier. Wie geil. Gut, das heißt, oh, Dekokraft. Ah, okay, schön. Ah, cool, okay. Und ein Toilettentisch. Ja, wunderbar. Das heißt, ich kann mir hier ein Badezimmer bauen. Das werde ich dann in Angriff nehmen. Aber als erstes wird Folgendes in Angriff genommen. Und zwar Schubla. Draw. Verdichtetes Schubfach. Hier, Schubfach-Controller. Den brauchen wir, damit wir das automatisch zuweisen können. Ne, da muss ich das nicht alles mehr manuell machen. Dafür brauche ich normale Steine, ein Rohr, einen Diamanten und Redstone-Komparatoren. So, die mache ich aus Redstone-Fackeln und aus ganz normalen Steinen. Und dafür brauche ich Netherquarz. Das heißt, wir werden einen Abstecher in den Nether machen, was schnell geht. Ich habe die Monster immer noch ausgeschaltet. Ich weiß, aber das machen wir mal eben schnell. Hier läuft auch alles. Ernten müsste ich auch mal wieder. Oh, hier sind wir fast fertig, ne? Das kann man schon mal rausnehmen. Der Kompost ist noch. Okay. Warte, habe ich Erde bei? Ne, ich habe aber immer noch Gartenzoll bei. Haha. So, warte. Erde. So, das heißt, wir nehmen Erde, Kompost und bekommen hier Gartenerde. So, gut. Jetzt holen wir uns erstmal Netherquarz. Da fackeln wir auch nicht lange, da gehen wir jetzt einfach rein. Holen uns, was wir brauchen und sind wieder weg. Hier sind wir noch meine kleine Butze. Ich war kurz einmal hier. Hab mir hier noch eine Kiste und eine Werkbank hingebaut. Oder war die Werkbank schon? Ne, die habe ich hingebaut. Und hier ist nämlich ein Netherquarz. Ich musste nämlich gucken, ob das hier irgendwo ist. Und es ist hier. Hatte ich mal eben kurz vorgeguckt. Dafür musste ich hier hoch. Warte. Ich hätte es schon abbauen können, aber naja. Ich finde es jetzt wieder. Ach da. So, warte. Zack. Nehmen wir hier Quarz. So. Diese Nethersteine. Vielleicht kann man die auch irgendwann gebrauchen. Ich hatte ja schon mal welche mitgenommen. Ja, jetzt muss das aber auch nicht mehr. Wie sieht das aus hier? Was war das? Ich habe irgendwas gehört.
ist der Matmos, ne? Ah, ich dachte gerade schon, was hier los ist. Was sind hier für Geräusche? Hier erstmal alles zu bauen, was wir brauchen, und dann widmen wir uns entweder direkt dem Aufbau der Schubfächer, oder wir widmen uns dann noch einer Sache, die ich mir vorgenommen habe, und zwar, ich habe ja auch Tinkers Construction jetzt drauf, und da habe ich mir was angeguckt und das ist richtig cool, und zwar kann man sich da eine Schmiede bauen und damit kann man richtig geile Sachen machen. Da habe ich Bock dran. Bewegt sich ein Vieh. Das hätte mich
gut. Wir haben auf jeden Fall genug. Wir gehen jetzt zurück zum Tor. Man muss sich hier nicht länger aufhalten als nötig. Seelensand. Steigen die ganzen toten Seelen auf. Okay, dann gehen wir jetzt zurück zum Portal und verschwinden hier wieder. Ich glaube, ich habe erstmal genug von allem, was ich brauche. Alles klar. Und tschüss. Oh, Moment, eben ein Schluck Kaffee. Ah, geht doch nicht so weit. Schönen Schluck Kaffee. So, und hier ist es schon wieder dunkel geworden. Wunderbar. Ich hoffe ja mal, da hinten fängt es an zu wachsen, aber ich gebe ihm einfach mal ein bisschen Zeit. Vielleicht dauert es halt einfach nur länger. Und ich müsste mal was essen. Habe ich zu essen bei? Ja, warte. Ein Glowstone könnte ich doch so lange hier reinpacken, oder? Ich habe nichts zu essen bei. Habe ich Nethersteine hier? Nö, ne? Nö. Natürlich nicht. Gut, egal. So, wie viele habe ich? 32. Sollte reichen. Was brauche ich noch? So, warte, wir gucken. Schubfachcontroller. Dann brauche ich hier so eine Kiste. Okay, das heißt, ich brauche... ja, ja, genau. Höllrindenholz. Hm. Ich brauche 4 Kisten und 5 Stufen. So. Wieso habe ich hier noch Nether-Sound? Hallo? Das ist auch nicht gut. So, weiter. Was brauche ich noch? Ein Diamantenstein. Ganz normalen Stein. Genau, den hatte ich vorbereitet. Und zwar hier. So. Da hatte ich ganz normalen Bruchstein für genommen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war hier. Irgendein Pflaster. Irgend hier so ein Grünschleim-Pflasterstein. Oder Blauschiefer-Pflasterstein. Ich weiß es nicht mehr. So, da brauche ich Stein und Redstone-Fackel. Das heißt, ich brauche einen Stick und einen Redstone. Habe ich noch Sticks? Habe ich noch Sticks, Sticks, Sticks? Ich habe keine Sticks mehr. Yo, Sticky, Sticky, yo, yo, Sticky. Muss ich echt Sticks machen? So. 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 Ein Diamant. So, das war's, ne? Ich glaube, ich habe alles. So, das heißt, ein... Warte. Erstmal muss ich die Dinger bauen. 3 Steine, Netherquarz und Fackeln. Bam, 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 bam. Ja, du brauchst 2 davon, du Idiot. Du brauchst 2 davon. Hm.
Nice. So. Hä? Wieso fehlt mir das? Ach du. So. Tipp, 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 tipp. Ich hab's schon wieder vergessen. So. Stein. Tada! So, ein Schubfachcontroller. Wunderbar. Dann brauche ich jetzt noch... Jetzt brauche ich noch einen Trichter. So, so, so. Und eine Kiste. Alles klar. So. Habe ich noch eine Kiste bei? Natürlich nicht. Ah, warte, und dann brauche ich noch, So, die Dinger brauche ich auch noch. Da gibt es 4 Stück Holz und, Eisen. Wie viel Eisen habe ich denn überhaupt noch?